Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Homebrew Show. Heute schauen wir uns das Cydia-App AUXO an. Was das Ganze macht, ist recht einfach, aber doch recht umfangreich. Wenn wir da jetzt den Task-Switcher öffnen. Leider ist meine Home-Taste ein bisschen kaputt, genauso wie meine Einschalt-Taste. Da sehen wir gleich, dass da alles komplett anders ausschaut, nämlich mit Vorschau. Ich werde da ein bisschen hinzoomen, dass wir das da besser sehen können. Wie man sehen kann, wir haben da einfach alle Apps, die gerade im Hintergrund geöffnet sind. Wir können da herumfahren. Wenn wir eine App schließen wollen, sagen wir mal Adressbuch, schiebt man das einfach runter und es verschwindet. Wenn wir alle löschen wollen, einfach auf eins lang drauf, dann sagt er, möchtest du alle Apps aus dem Multitasking-Menü entfernen? Sagt man ja. Und das war's, alle sind weg. Das Ganze hört da noch nicht auf, es geht nämlich da links weiter. Wir haben da ein neues Design für den Music Player. Wir haben da ganz normal Start, Play und so weiter, ist auch alles neu entworfen. Das Ganze basiert auf einem, da unten haben wir so nebenbei noch eine Lautstärke, einen Lautstärkenregler. Auch recht schön. Das Ganze basiert auf einem Konzept, das jetzt ins Leben wirklich gerufen worden ist. Das Ganze kostet 1,99 Dollar. Im Cydia, schauen wir da mal weiter. Wir haben da nämlich noch Helligkeitseinstellungen und wir haben da Rotator Lock, WLAN, Bluetooth, 3G können wir alles da deaktivieren. Und das Ganze geht da unten noch weiter. Na, jetzt. Da haben wir Sound und Flugzeugmodus und was ist das? Keine Ahnung. Auf alle Fälle, diese Buttonanordnung kann man verändern, wenn wir jetzt wieder gehen in die Einstellungen. Ich zoome mal wieder raus. Und so, da haben wir nämlich neben den Konfigurationen haben wir auch einen User Guide, sollte man auch anmerken. Da steht alles genau drinnen, wie was funktioniert und so weiter. Und unter Configuration können wir die Anordnung von diesen Buttons ändern. Das heißt, wenn wir jetzt wollen, dass WLAN, Bluetooth, 3G und der Airplane-Modus in einer Zeile sind, habe ich das jetzt so hingeschoben. Es sind in einer Zeile sind immer vier maximal. Das Ganze funktioniert, ohne dass man ohne respringen zu müssen. Ich kämpfe gerade wieder mit der Home-Taste. Das ist eine Katastrophe. So, jetzt sind wir wieder da, schauen wir wieder rüber. Ich habe das jetzt geändert, jetzt haben wir da WLAN, Bluetooth, 3G und Flugzeugmodus und weiter unten die anderen Sachen. Das Ganze ist wirklich schön realisiert worden. Das finde ich der beste Task-Switcher, den es bis jetzt gibt fürs iPhone. Ist natürlich nur für gejailbreakte Geräte möglich. Deswegen benötigt ihr Cydia und einen aktiven Jailbreak. Aber das Ganze ist ziemlich cool. Wie gesagt, kostet 1,99 Dollar im Big Boss Repo. Ist vom, ich glaube, A3 Tweaks heißen die Entwickler. Und ja, so viel dazu. Wenn euch das gefällt, 1 Euro und 1,99 Dollar ist nicht viel Geld. Bringt viel, viel neue Funktionen. Und ihr könnt euch sicher sein, das hat sonst keiner, weil es noch ziemlich neu ist, das Ganze. Also meine Empfehlung, zuschlagen, so schnell es geht. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Sale oder was auch immer, vielleicht könnt ihr dann zuschlagen. Aber ja, meine Empfehlung auf alle Fälle habt ihr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.